irgendwas gibt, dann noch einen Einzelbeschluss fassen. Vor allem dann, wenn das Instrument nicht angeboten wird, genau. Dann genau. Wenn es nicht schon angeboten wird. Ja, können wir das nicht direkt reinnehmen? Aber wir haben nur die Beschlüsse. Ja, ihr dürft das beschließen, weil im Einzelfall, sonst haben wir wieder eine Tür offen, wo wir nicht wissen, wie es ist. Ich glaube, es wird niemand dann was dagegen haben. Das ist doch ein Vorschlag. Das kann der Vorstand eh. Das ist eine Form von Subvention. Schauen Sie mal, wenn Sie beschließen. Förderung darf auf keinen Fall höher sein, wie was der Lüger da kriegt. Also das, aber das ist das Vorstand. Okay, für euch. Stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, sämtliche Gemeinderatsbeschlüsse, die eine Förderung auswärtiger Musikschulen vorsehen. Ausgenommen Lieburger Musikschulen, die derzeit bereits eine auswärtige Musikschule besuchen, deren Besuch von der Marktgemeinde Lieburg gefördert wird, mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Wenn er mit einverstanden ist, bitte ich jederzeit die Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltungen. Danke, ist auch einstimmig angenommen. Und ich komme zum Tagesordnungspunkt 9. Sportzentrum neu, Proplanung sagt Kostenschätzung. Es hat da in der letzten Sitzung, wie ihr wisst, einen Antrag der FPÖ gegeben, dass wir die Bürger auch dazu befragen sollen. Und wir haben uns jetzt sehr bemüht und vorige Woche noch eine Sitzung mit dem Planer gehabt, dass man quasi zu einer Kostenschätzung kommt, damit man die Fragestellung, damit wir über die Fragestellung reden kann. Ich würde euch jetzt kurz den Plan erläutern und im Anschluss können wir uns kurz darüber unterhalten, wie wir dann weiter vorgehen. Der Vorschlag unsererseits, also den ich mir überlegt habe, gemeinsam mit der Amtsleitung, ist folgender: Wir richten einerseits eine E-Mail-Adresse ein, die heißt sportplatz@limburg.bv.at, Sportzentrum. Und weiters wird es natürlich möglich sein, auf dem Flugblatt, das wir dann gemeinsam gestalten, wenn man so ein geeinigtes letzte Mal für eine Fragestellung für Flugblatt, kann man das auch zurückschicken, beziehungsweise abgeben im Gemeindeamt, damit man auch weiß, dass jeder noch ansagt. Und können so dann uns die Fragestellung überlegen. Und da gibt es zwei Varianten im Anschluss. Entweder die Gemeinde erarbeitet einen Vorschlag dieser Fragestellung und des Informationsflugblattes, das ausgeschickt werden soll an die Limburger Bevölkerung. Und wir stimmen jetzt nur mehr den Fraktionsführern ab und ich arbeite dann mit der Amtsführung die Änderungswünsche ein. Oder wir machen den Beschluss über das endgültig Fertige in der nächsten Gemeinderatssitzung. Das können wir nachher diskutieren. Ich erkläre jetzt einmal kurz, was die Überlegungen sind. Und was schneller ist. Ja, schneller ist die Geschichte, wenn was ausschicken und hier gibt es Antwort, ob es ein passt oder nicht. Das Fertige ist so. Kurz zur Überlegung, die wir nochmal gemacht haben. Da ist da kommst du unter der Autobahn durch. Da geht der Radweg nach Tannach hinüber. Das ist dieser Inselacker, den es gibt. Dieser Inselacker, auf dem diese Badestelle gemacht werden soll. Badestelle deswegen, weil ich habe es zwar schon einige erzählt, aber noch nicht allen. Einen Badeteich zu machen, würde dem Bäderhygienegesetz unterliegen und bei der Bezirkshauptmannschaft einen Nachmittag verbringen dürfen, wäre mit Bademeister verbunden, wäre mit Überprüfung der Wasserqualität verbunden, täglich wäre mit Überprüfung der hineingehenden Personen verbunden, eine unfinanzierbare Angelegenheit. Es gibt die Möglichkeit, eine Badestelle zu machen, da muss ich dazu Wasser aus einem bestehenden fließenden Gewässer entnehmen und auch wieder dort hineinleiten. Das wäre dann eine Detailplanung eines Wasserrechtsprojekts, das wir einreichen müssen. Das wäre die einfachste und günstigste Variante, die man den Menschen dann schon einmal zur Verfügung stellen kann, zu dem bei heuer oder nächstes Jahr. Das heißt, da wird weitergearbeitet, weil es außer Baggerkosten und einem Zulauf nicht viel Kosten verursachen würde und das Grundstück von uns bereits gekauft, also den Beschluss haben wir gefasst, abgehandelt ist der ganze Kaufvertrag noch nicht fertig, weil das dauert immer sehr Zeit. Das wäre Schritt 1 im Projekt, ist aber jetzt außen vor, das die Kostenschätzung betrifft. Reden wir ausschließlich in zwei Schritten dann von diesem Bereich und diesem Bereich hier. Dazu sind allerdings noch Grundstücksverhandlungen notwendig, weil uns noch nicht alle da verwendeten Grundstücke gehören. Das heißt, da muss ich noch mit den Eigentümern reden und um Tausch sprechen. Also da muss ich noch ein bisschen herumtauschen. Wie gesagt, von der Finanzierung her wird es sich auch nicht ausgehen vor 2021 circa. Dass wir das in Angriff nehmen, weil wir aufgrund des Flächenwidmungsplanänderung den oberen Sportplatz verkaufen müssen und mit diesen Kosten dann einen Großteil oder zumindest die Hälfte von dem nach unten abdecken müssen, zuzüglich jeweiliger Förderungen. Zu den Kosten kommen dann noch. Es soll dann folgendermaßen ausschauen. Es soll aus dieser Radbrücke eine echte Brücke werden. Der Parkplatz, den wir vorher im ersten Entwurf da gehabt haben, weil das war schon Grundstücke gehört, soll daher kommen, weil der
Besitzer dieser Grundstücke auch noch Grünflächen besitzt. Ich werde versuchen, das so zu tauschen, dass man quasi nicht Landwirtschaft direkt jetzt, dieser ganze Bereich wird wieder Flächenmittlungsplan Landwirtschaft, sondern zum Sport. Wir werden uns nicht alles leisten können und nicht alles auf einmal bekommen vor allem. Das heißt, wir schauen, dass man Landwirtschaft von Sport- und Parkflächen trennt, damit quasi nicht dann in der Nutzung dort gleich wieder Konfliktpotenzial entstehen kann. Weil wenn du noch ein Fußballspiel an einem Hocker heimgeht und dort seit Dosen einschmeißt, wird sich der Landwirt wieder ärgern. Das heißt, um im Vorhinein das auszuschließen, schauen wir, dass wir diesen Bereich Parkplätze kriegen, über eine Brücke erreichen, da ein Clubhaus haben. Das Clubhaus ist in der Planung jetzt so weit fortgeschritten, dass ich einerseits zuschauen kann über eine Tribüne bei den Fußballspielen, vom Lokal aus im ersten Stock, aber auch den Tennisspielen. Ich habe oben einen Gastronomiebereich, der erweiterbar ist für Großveranstaltungen und als buchbarer Raum für die einzelnen Sportvereine. Das heißt, wir haben sehr wohl auch Wert gelegt, dass man quasi das so günstig wie möglich macht. Das heißt, es gibt unten Lagermöglichkeiten für jeden Verein, der dort hineinkommen soll, auch schon an viele andere Vereine gedacht, die es in Vivo gibt, dass die alle sich gleich aufhalten können. Und wenn die Besprechungen haben, buchen sie einfach unter der Woche oder am Wochenende, wo keine Spiele sind, diesen größeren Gastronomiebereich dazu, wie das mit der Gastronomie dann weitergeht, ob das ein Verein für alle übernimmt, ob das irgendein fixer Gastronomiebetrieb ist, der steht alles in den Sternen. Wir haben, wie gesagt, dann noch einige Jahre Zeit, das Ganze zu planen. Natürlich ist immer darauf zu achten, dass der Sportverein sich auch selber finanziell erhalten kann. Es ist jetzt ein erster Entwurf, wie gesagt, bitte, wenn euch jemand anredet, wenn es weit über dieses Video hinausgeht, bitte dazu sagen, wir stehen noch mitten in den Verhandlungen, ein Entwurf, eine Kostenschätzung, damit wir die Umfrage machen können, die ihr wolltet, wo will die Liebacher Bevölkerung so ein Sportzentrum haben, in verschiedenen Ausbaustufen, ja oder nein. Und bitte noch nicht euch festnageln lassen, dass ich noch nicht mit allen Grundstückseigentümern mehr eins bin. Das ist die Planung, das ist der Platz, wo es geht, das ist der Platz, wo keine Nachbarn betroffen sind. Mit den Grundstückseigentümern muss ich natürlich eine Einigung erzielen. Insgesamt habe ich Vorverträge und Verträge, dass es irgendwie ausgehen wird. Das ist jetzt die schönste und ich glaube für alle Grundstückseigentümer, die unten bleiben, die beste Variante, weil ich eben Sport, Parkfläche und Landwirtschaft nicht mehr vermische. Deswegen sind wir jetzt auf diese Variante gekommen. Teuer bei den ganzen Schichten sind natürlich Brücken, die errichtet werden müssen, sind Parkflächen, die errichtet werden müssen. Es ist Bestandteil der Firma, die unten sich ansiedeln wird, dass wir diese Stromleitung Gott sei Dank nicht auf unsere Kosten da wegbekommen, weil da geht man auch nicht drüber. Die muss natürlich weg, sonst kann ich da nicht spülen. Es sind beide Plätze in einer Größe, also der große und der kleine, vorhanden, dass sie meisterschaftstauglich sind. Sind Naturrasenplätze, bei Kunstrasenplätze würde das Budget noch einmal so weit belasten, dass es nicht geht, obwohl wir da lang diskutiert haben. Ich kenne mich ja beim Fußball nicht wenig aus. Es hätte von der Vermarktung und von der Verpachtung her wahrscheinlich Sinn gemacht, aber es ist im Moment, wenn ich dann zu den Kosten komme, wahrscheinlich unfinanzierbar. Gibt es zum Plan und der ersten Anordnung, wie gesagt, das ist aber nicht in Stein gemeißelt, wir werden darüber noch weitersprechen. Gibt es dazu eine Frage? Ja. Bei dem ersten Entwurf, das ist jetzt der zweite, ja, wo ich dabei bin. Das schaut jetzt ganz anders aus. Und das ist die Neigung der Spielflächen. Das ist die Max. Genau, das ist die, darauf habe ich noch mal gefragt. Wir haben dann auch vorhin, wir haben am, wann war die da? Na, vorige Woche am Dienstag. Vorige Woche am Dienstag war die noch einmal mit dem ersten Entwurf von dir da. Dazu habe ich dann gebeten, dass der Jüngere beim Fußball auskämpft, dazukommt. Und der Bauamtleiter dazukommt, weil wir alle einige Änderungswünsche gehabt haben. Und dann ist herausgekommen, dass nur das Spielfeld, das, wie du sagst, zuerst so gestanden ist, doch noch weiter von der Ding her drehen darf, von der Himmelsrichtung, habe ich auch nicht gewusst bis dorthin, ist mir aber nur recht, weil somit ginge sich, selbst wenn wir diesen Acker da am Rand nicht bekommen, noch immer aus, wobei das jetzt mittlerweile gut ausschaut, dass wir den bekommen. Und es ist so die schönere Aufteilung und wir brauchen vor allem nicht da die Brücke und da die Brücke verbreitern, sondern kommen mit einer Brücke aus. Das Ganze ist darauf hingelaufen, dass man geschaut hat, wo können wir noch Kosten einsparen. Diese Brücken sind extrem teuer und deswegen haben wir gesagt, wäre es natürlich am schönsten, wenn man da zukommt, weil es auch leider vorgesehen ist. Man hätte mit der normalen Auto schon da hinten umfahren können und daher. Aber es ist leider vorgesehen, das habe ich auch nicht gewusst, dass du für Meisterschaften das Clubhaus mit einem Reisebus erreichen musst.
weiß nicht warum, es wird Bayern München wahrscheinlich nicht in Limburg spielen, aber oder alle anderen hätten vielleicht dazu zwei Gänge für die Eröffnung, oder? Nachdem der Heuer bei der Jahreshauptversammlung 27 obwohl in Aussicht gestellt worden ist, dass der Sportverein auch einmal in der Bundesliga spielt. Wir wollen nicht auch nicht zwei sein, gell? Ja, wie gesagt, ich kenne mich Fußball nicht aus, ich weiß nicht, was auch nicht ist. So, bevor ich wieder jetzt weiter in den Strudel rede, gibt es da noch Fragen zum Plan, sonst zum zweiten Entwurf, sonst komme ich jetzt zum. Ich hätte noch eine Frage, wer ist denn in der Arbeitsgemeinschaft drinnen? Also ursprünglich habe ich das jetzt einmal versucht vorzubereiten, weil wir ja doch noch einen großen Zeithorizont haben und ich noch immer nicht weiß genau, welche Grundstücke ich bekomme. Ja, dann fachlich, wer unterstützt das? Da haben wir beauftragt, das haben wir beschlossen, das ist die Arbeitsgemeinschaft QS Voigt von der Grobplanung her, also die ortsansässige Architektin. Nina Kuhl, die schon am Kirchplatz gearbeitet hat, gemeinsam mit dem Büro Voigt von der Lastenzöhe. Die sind eine Arbeitsgemeinschaft und waren damals, wie wir das beschlossen haben, der günstigste Anbieter. Und mit denen haben wir das zuerst allein, dann waren wir mit ihnen einmal bei der BH im Schwimmteich. Und jetzt waren sie da mit der Kostenschätzung, plus dem, was dann von Bauamtsleitung und vom Jürgen, den ich dazu geholt habe, wegen meiner fehlenden fußballerischen Kenntnisse, vorgesprochen haben. Heute präsentiert es euch, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Bürgerbefragung machen, damit wir irgendeine Grundlage haben, die wir mal ungefähr herzeigen können. Und weil wir die Leute über was abstimmen sollen, sollen sie ein bisschen was sehen können. Auch. Und danach wird es weitergehen. Wenn jemand gerne in der weiteren Planung da mitarbeiten möchte, dann bitte einfach mir sagen, dann lade ich den sehr gerne zur nächsten Besprechung mit den Planern, wenn wir noch einen Schritt weitergehen müssen, ein. Also jeder ist herzlich willkommen, da mitzuarbeiten. Gut, dann komme ich jetzt zu den Kosten. Die Kosten, die jetzt da, bitte aber nicht umfallen, bitte selber was umfallen, also die Summe der gesamten Herstellungskosten Bauabschnitt 1 und 2 ohne Schwimmteich belaufen sich nach Schätzung auf 5,2 Millionen Euro. Was heißt Bauabschnitt 1 und 2? Bauabschnitt 1, das sind die Gehradwege-Zufahrten, 50 Parkplätze, die Brücke, die Gebäude provisorisch, Toiletten, Container, Liegefläche, Fahrradabstellplätze und die Badestelle, die wir nicht hineingerechnet haben, von 1,1. Das ist einmal alles, was zum Herstellen gilt. Und der Bauabschnitt 2, das ist dann der größere Brocken, das sind dann eben das Clubgebäude und die Terrassen, Tribünen und die ganzen Fußballplätze mit dabei. Das ist genau aufgelistet. War das in die Unterlage schon? Wir können das gern nachausschicken. Wir haben das eben gestern am Abend, wo wir das erst bekommen, weil ich eben seit vorigen Wochen es dann noch umgeplant habe. Dazu möchte ich jetzt noch Folgendes anmerken. Das ist jetzt eine enorme Summe. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir müssen warten, bis wir im Jahr 2021 nicht zwei Dinge erledigt haben. Punkt A. Erledigt haben, dass das Industriegebiet untergesiedelt ist und von diesen 2 Millionen Kommunalsteuereinnahmen wir auf geschätzte 2,5, wenn es geht, noch ein bisschen höher Einnahmen kommen. Das ist der Punkt 1, das heißt, die Einnahmen der Gemeinde muss sich verbessern. Und Punkt 2, die Umwidmung muss uns die Möglichkeit geben, dass wir Bauträger einladen, den jetzigen Sportplatz zu erwerben, nach den gängigen oder derzeitigen Grundstücks. Reisen in Limburg, gehe ich davon aus, dass wir die Hälfte dieser Kosten da oben lukrieren können. Das heißt, uns bleibt dann wahrscheinlich ein Investitionsbedarf, nehmen wir es jetzt einmal groß an, von ca. 3 Millionen Euro, den wir wahrscheinlich dann trotzdem noch brauchen werden, beziehungsweise wenn ich dann noch die Förderung vom Land abziehe, die es bei Sportflächen immer mindestens gibt von 400.000, einer etwaigen Bedarfszuweisung, ist aus der Erfahrung, die es auch immer gibt für die Schaffung eines neuen Sportplatzes, werden wir von dieser Summe noch herunterkommen, wobei ich glaube, dass im Jahr 2021 leistbar ist und finanzierbar ist. Jetzt geht es einmal darum, wollen wir weiter planen? Es ist der richtige Zeitpunkt für die Bürgerbefragung. Will die Limburger Bevölkerung eine Lösung? Wie gesagt nochmal, oben darf nicht mehr gespielt werden. Es wäre, glaube ich, eine gute Idee und von den Kosten her insofern überschaubar, dass wir sagen, wir haben einen realistischen Finanzierungsansatz, in dem wir sagen können, die Hälfte wird finanziert aus den Erlösen und dann kommen Förderungen
vielleicht Bedarfsmittel hinzu und wir haben dann in der Höhe von 2,5 Millionen, die übrig bleiben werden, aus jetziger Sicht geschätzt, an Finanzierungsbeitrag über einige Jahre, wenn man dann schaut, was in dem Jahr für einen Zinssatz da gibt, ob das kürzer oder länger ist, zum Wohle an der gesamten Sportstätte. Und was sind dann die Kosten mit Badestelle? Die Badestelle an sich wird nicht viel Kosten verursachen und die hoffe ich, dass wir im Laufe des Budget heuer oder nächstes Jahr unterbringen, weil es geht darum, dass wir ein Loch auslagern und ein Zufluss kriegen, der nur genehmigt werden muss im Rahmen einer wasserrechtlichen Verhandlung. Das heißt, mehr ist dort nicht zu tun im ersten Schritt, außer dann noch, dass man es fußläufig erreicht. Und da gibt es dann bei einer Badestelle die Möglichkeit, dass ihr eine Badestelle zu einer Fahrt, beziehungsweise das ist dann quasi wie ein Naturteich. Wer dort das Ganze nutzen will, kann es nutzen, aber es ist keine weitere Aufwand seitens der Gemeinde notwendig. Das heißt, wir müssen nur schauen, dass das Wasser relativ hoch reinkommt und dann gibt es verschiedene Ideen. Wir haben das in einer kurzen Vorbesprechung, wie das letzte Mal dann eben um die Wibofach-Renaturierung gegangen ist, das von allen gut angenommen worden, die da waren. Natürlich braucht es trotzdem ein Verfahren, um das Ganze abzuhandeln, aber je älter waren alle Beteiligten, die bei so einem Verfahren dabei sind. Und es ist aus ökologischer Sicht sehr wertvoll. Die Würfelländer, die muss hineinkommen und die auch rein. Wann muss die Geburtstagsstellung? Im Juli. Wir sponsern den Sport und das selber kommen. Wir werden auch da versuchen und deswegen möchte ich es ja vorher am liebsten schon machen und ich